Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier zusammen mit, also Nerd auf unserem Bildschirm, Jens an der Seite, meine Wenigkeit. Euer Christoph hier am Haus des Kapitäns, die kleine Robotereinheit hier vorne. Und haben uns in der letzten Folge die antike Seekarte besorgt, da ganz oben in seinem Haus. Dort oben, genau. Ich frage mich immer, wie kommen die da eigentlich? So, jetzt gerade. Ja, der muss man ja schon mal fragen. Nein. Nein. Oder können die alle fliegen? Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Eine Schifffahrt, ist lustig. Eine Lass uns ein Schiff suchen, Schiff. Ja? Ja, da kann man so, mein Schiff, ja. Von der Reling spucken sehen. Hollei. Wir brauchen auf jeden Fall eine Kamera hier. Ja, FaceTime, vor allem bei der Belichtung hier. Ist bestimmt super. Ja. Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Wusch. Achso, jetzt passt das. Wusch. Die Lage der Werft ist mit X markiert. Ja, cool. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meines wurde dort gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf den Aufenthaltsort meines Schiffes finden kannst. Ich dachte, das ist ein Schiff. Auf geht's. Und weiter geht's. Juhu, jetzt wieder Epic Pre-Cinematic Effects hier. Ja. Also, aber das war schon schön. Muss damals schon schön gewesen sein. Wir fahren auch schön hier in Riffnähe. Ja. Ne? Wie sich das gehört. Damit wir das Great Barrier Reef auch schön kaputt machen. Das Great Barrier Reef. Wer kennt ja noch mal und verliert mal ein paar tausend Liter Öl. Wo ja bekanntlich ein Tropfen immer noch für 600 Liter reicht. Zur Verunstaltung. Also nicht, um jetzt den Organismus zu zerstören. Die Zahl habe ich ehrlich gesagt früher in der Schule nie verstanden. Also, was die da gerechnet haben, wie denn ein Liter sechs, ein Milliliter, ein Tropfen, ist ja nicht mal ein Milliliter, wie ein Tropfen Öl 600 Milliliter vor... umstalten soll, das müssen wir noch erklären. Hm, okay, hier kann man offensichtlich noch nichts machen. Auch wenn man hier schon, auf geht's. Eher so ein bisschen was von Super Mario Sunshine hier. Dieses flache Gewässer, da gab's ja auch das Strandlevel. Wo man dann zwischen den Korallen die acht... Oh, unsichtbare Wand. Ach, ja, nicht unsichtbar, aber... Aber spürbar, ne? Ja, genau. Butz! Ja, physisch. Weil die roten Münzen sammeln durfte. Ups. Ich frage mich, was passiert, wenn ich eigentlich über diese Grenze da unten hinaus. Oh. Explosives! Ach guck mal, geht noch. Die sind ja lustig in einer Reihe aufgetaucht. Plop, 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 plop. Juhu, hallo. Ach, Bockwins. Ja. Die nicht schwimmen können. Und damit natürlich auch nicht so wirklich irgendeine Art von Bedrohung darstellen. Ach. Machen wir dran vorbei. Gut ist. Aber einfach aussteigen können wir jetzt hier nicht, ne? Jetzt ist ja wieder Cutscene, aber... Ja, das sind auch echt zwei unterschiedliche Gebiete jeweils. Okay. Werft! Oh geil, Achterbahn! Ja. Oh ja, Achterbahn, das wird ein Traum. Yeah! Mitsprecher, ja! Donkey Kong Country lässt grüßen. Ich wollte gerade sagen, der Klassiker, ey. Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befinden sich wohl die Die Werft als auch die Behausung der Werftarbeiter. Got it. Okay. Dieses Gebäude ist die Werft. Es ist verschlossen. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Ist ja schon ein bisschen traurig, dass der sich nicht so ganz darüber im Klaren ist, dass er gerade in so einer, weißt du, so Zeit... Schleife hängt.
Dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort einmal hin und sieh dich um. Ich warte hier auf dich. Ja, so ist das. Also muss man ja zumindest annehmen, dass denen das nicht wirklich bewusst ist. Nee, davon könnte man wohl ausgehen, so wie der redet. Also von daher. Ja, dann gehst du auch von da und dann läuft hier alles ganz von alleine bis in 5 Minuten wieder da. Ich warte hier auf dich. Ja. Frag doch einfach meine Kumpel. Ja, genau. Nee, das weiß er, die wurden ja vermöbelt. Jo! Jo! Klassiker. Scumbags. Ach, guck mal! Oh, die Elektrobomben. Die haben wir ja auch schon länger Essen nicht mehr hier gehabt, ne? Ach nee, Lisalfos. Ach, die Echsen, cool. Ah, die dienten seinerzeit als Zwischengegner. Mittlerweile ist er natürlich eher Kinderkram. Die sind schon ein bisschen die Arroganz in Person. Wow, Alter! Alter, das ist wirklich cool. Oh, ein geiler Move. Oh, oh. Ach, schade, ey, wenn jetzt der Textfeld nicht wäre. Epischer Move. Zack. Wie er jetzt gerade so zum Drehkick ansetzt und so. Nee, der macht Feuer. Ach so, oh. Ah, so richtige Spacken. Einfach. Keine Chance. Einfach Spacken. Ach, was eine Anlage. Oh, hi. Ach, er. Wer bist du denn? Der dritte von drei Goronen. Dieser Ort war einst eine Art Bahnhof für Loren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Klettere hinein, fahre über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, dies ist nicht ganz ungefährlich. Lies dir die Anleitung sorgfältig durch. Aber wer liest denn Anleitung? Wird ja eh erklärt, wie funktioniert. Ach, mit Tutorial? Nein, aber mehr als neigen und so langsam. Juhu! Yeah! Hey, was ist das denn? Oh. Oh, richtig cool. Schon geil, ne? Oh, oh, oh! Live on the edge. Ja, die klassische. Der klassische Moment, den es in jeder Achterbahn gibt, wo man denkt: Wow! Mein Kopf. Oh, Mist. Ach, die Janmas, ey. Wir haben komm. 13 Stück davon. Ja. Aber King Luther. Kommen die nochmal zurück oder nicht? Ah ja, doch, die kommen zurück. Er kommt. Ja, da geht noch was, Ja, und jetzt Attacke. Wunder. Und jetzt Attacke. Alle! In your face. Aber die fallen aber auch immer gleich in Wahnsinn von der Decke. Das ist ja auch unfassbar. Zack. Hässlichen Viecher. Ja, einzeln sind die ja jetzt auch nicht so gefährlich, würde ich mal sagen. Kurz gucken, ja. Hast du gesehen, wie gefährlich das einzelne Vieh ist? Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir auch mal Sorgen um dein Leben, wenn ich dich da so... So, hier geht's. Okay, hier wollen wir natürlich nicht runter. Also geht's hier weiter. Schade. Zur Werft. Okay, auf geht's. Ist ja ein Gegner, ne? Trivia. Die Gegner. Neo. So. Wollen wir die hässlichen Viecher heißen? Miniguard. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt. Oh, oh. Dumm.
Was hättest du da jetzt gegen machen können? Anhalten und wegschießen? Nee, ich hätte... du musst dich dann richtig neigen in dem Moment. Ach so. Ja, ich hab's aber zu spät gesehen. Ja, also... ja, nee. Ungefähr so. Ne? Siehst du? Und jetzt fahren wir hier die ganze Zeit im Kreis. Außer ich sag hier rechts. Was dann? Ah, alles klar. Ich habe es gerade gar nicht so schnell gesehen, dass da auch wirklich Ende war, deswegen. Atta drauf. Musikalisch wieder mal genial unterlegt. Jo. Was ich beim letzten Mal in der letzten Session schon mal erwähnt hatte, aber letztens mal nachgeguckt. Mit 250 Titeln. Der größte Soundtrack. Boah, Alter. Das war vielleicht etwas zu schnell. Oh nein, jetzt bin ich noch von vorne. Ja, da wollte er zu viel. Der längste Zelda-Soundtrack aller Zeiten. Mit Abstand, glaube ich auch. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen bitter. Aber egal, geht ja alles fix hier. Ich meine, alleine so ein Gameplay wäre doch schon voll episch, Skyward Sword in 3D neu aufzulegen, oder? Wobei 3D kann die Wii U noch nicht, ne? Ja, die Play kann's ja, aber ja. Das wäre doch episch, ey. So, wuhu! Oh. Also das, nur das mit dem Beschleunigen, das macht irgendwie teilweise noch nicht so viel Sinn, aber... Hat er drauf. Sicher. Aber Vorsicht, ne? Die ist eng, die Kurve. Die Kurve ist ja kein Problem hier noch. Die kann man ja durchbeschleunigen. Ja, das ist ja das Problem, das hier. Ja, Alter! Das ist Bescheid, ne? Geister! Yo! Ja, immerhin kann man jetzt hier auch mal speichern. Das ist ja schon mal ganz holprig, nett. Holprig, aber geschafft. Wahnsinn. Ja. Das ist Bescheid, ne? Wieder mal einer dieser drei Momente in einem 70-Stunden-Let's Play. Auf den man zurückblickt und sagt, ah, da hat der Christoph auch mal gefailt. Allerdings, ja. Ja, that's it hier, oder wie, oder was? Du musst ganz zurückfahren. Ich warte auf die nächste Lore. Die Schienen müssen erstmal gebaut werden. Nee, ich dachte, das wäre jetzt... Ah, okay, hier geht's wirklich weiter. Ich dachte, man würde jetzt hier wieder rauskommen praktisch. Einfach nur auf... Oh, jetzt kommt sie wieder hier an. Wir sind im Inneren der Werft angekommen. Ach so. Sag nicht so was. Oh, guck mal, ein alter Kran. What the hell? Das sieht irgendwie komisch aus. Nach all der Zeit ist auch hier alles von Sand bedeckt. Nein, ernsthaft? Doch. Okay, wir pusten einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Am Monatsende ist die Lorenbahn wegen Inspektionen den ganzen Tag geschlossen. Ja. Vorsicht, vermehrter Angriff von Piraten verzeichnet. So ein klassischer Aushang, ne? Gibt's den bei euch auch immer im Büro? Ja, genau. Vermehrt Angriffe von Piraten verzeichnet. Ja, weiß nicht, so irgendwie... Internetpiraten halt. Ja, genau. Das irgendwie Serverangriff oder so. Ja, tagtäglich. Oder Mitarbeiter, die versucht haben, so wie bei... Was war das hier bei, Oh. Neu. Bei Stirb langsam 4 war das, glaube ich. Ja, wo dann so ein ehemaliger Mitarbeiter versucht hat, doch auf die Sicherheitslücken des FBI aufmerksam zu machen und dann einfach mal. Da wäre was für dich. Einfach mal den ganzen Laden auseinandernehmen. Ja, genau.
Ich hab euch das 100-mal gesagt. Ich total der Hacker bin. Ja, wie nicht? La 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 la. Das sieht doch aus wie ein Schiff, oder? Ernsthaft, Alter? Ernsthaft? Ein Revival eines ehemaligen Endbosses? Ja. Der jetzt einfach so kommt. Krass. Das Zwischengegner später zum normalen Gegner werden, ist ja noch normal, aber ein Endboss, der einfach nochmal wiederkommt. Ja. Unser guter dunkler Äonenskorpion Moldogard ist also geflohen scheinbar und ja, fühlt sich jetzt hier in unserer Werft heimisch. Das ist ja der Hammer. Oh, 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 oh. Komm, du Sau, du kannst dich eh nicht verstecken hier. I got this. Gibt's jetzt auch einen Herzcontainer dafür? Bin gespannt. Wahrscheinlich nicht. Ja, drei Herz. Krass. Was sagt sie? Es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen. Das kann man so nennen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Hat die nicht gerade was von 90% gesagt? So wie sonst auch immer. Ja, es war ja sehr erfolgreich hier. Nicht. Trocken. Hauptsache, man hat die mal wiedergefunden, weißt du? So, was ist das denn, ey? Heftig. Einfach mal einen Raum, der drei Herzen gibt, wenn man einen ehemaligen Endgegner besiegt. Ach, guck mal, brauchen wir noch ein paar Exit-Schwänze? Ah, Respawn. Achso, ich stehe dahinter. Haben wir jetzt alles mitgenommen? Gerne. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Ja, das Einzige war, dass es an einer Stelle mal eine Abzweigung gab, wo ich immer die eine Richtung genommen habe und nie die andere. Von der ich nicht weiß, ob es da noch was anderes gab. Aber das können wir vielleicht ja auch screen machen. Also mal schauen. Hier ist kein Schiff. In diesem Fall. Das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Klar! Also auf geht's. Machen wir? Ja, sicher. Machen wir. Brechen wir auf. Ja. Und weiter geht's. Ich dachte jetzt so, ja, dann ab nach Papenburg, ne? Ja. Ich habe Angst. Du bist ein Computer, hallo? Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Vielleicht eine Crew. Aber die Crew ist ja egal. Auf der Karte mit X markiert. Ja, hallo, ey, das... Also los, brechen wir auf. Ja, da können wir eben noch zum Ende der Folge hinfahren. Trifft sie ganz gut. Ja. Die haben auch einen tollen Job. Wache halten, als ob irgendeiner für die anhalten würde, weißt du so. Der Herr, was war das denn? Ja, so ein komischer Fisch halt, ne? So, da wären wir. There we are.
entertain us. Das Piratenversteck. Das sieht aber schon episch aus, oder? Schon. Ach, oh, ist das so ein Hai? Ich habe Angst, das hattest du bereits gesagt. Aber wenn man es genau nimmt, leben wir ja alle bereits nicht mehr. Ach, guck mal, er ist ihm doch klar, dass er tot ist. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in mein Boot an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Also, Nerd, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Ja, Leute, ich würde mal sagen, dann machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ist ja wieder ein ganz guter Cut hier an der Stelle. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Gut. Danke fürs Zusehen und einmal wie immer. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Stürmen wir mal das Versteck, ne? Beim nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao.